das Stichwort. Ja, Corona. Ich glaube, es ist höchste Zeit für eine richtig schöne Verschwörungstheorie. Woher kommt Corona? Oder, das ist ja immer bei Verschwörungstheorien, wem nützt es? Cui bono? Was bringt es hervor? Und wer kann das gewollt haben und irgendwie vielleicht sogar in Szene gesetzt haben? Was sind Verschwörungstheorien? Verschwörungstheorien sind Hintergründe hinter der materiellen Wirklichkeit und Bewusstheit, die andere Ursachen glauben aufzufinden als die normalen, vernünftigen, materiellen das tun können. Und bei den Jungen sehr verbreitet, im Internet sehr verbreitet. Alles klare Hinweise darauf, es geht um einen Geist hinter der Materie, der jeweilige materielle Dinge hervorbringt, die man dann glaubt zu erkennen. Das Gleiche gilt zum Beispiel für Viren. Es gibt natürlich verschwörungstheoretisch längst große Zweifel daran, dass es überhaupt Viren gibt. Viren sind ein typischer Fall dafür. Sie sind eine Erklärung von bestimmten Vorgängen auf der physischen, auf der physiologischen oder materiellen Ebene, die wir deswegen benötigen, weil wir als materielle Menschen immer nur sagen können, etwas kommt von etwas Materiellem, was hier irgendein Phänomen erzeugt. Und für bestimmte Krankheiten, zum Beispiel Ansteckung und so weiter, haben wir dann eben, nachdem Bakterien dafür nicht ausreichten, eben diese Viren erfunden. Verschwörungstheorie. Und die Viren sind behauptete Auslöser, übertragbare von Krankheiten zum Beispiel. Coronavirus. Wenn man jetzt aber mal überlegt, ob, und immerhin, es gibt ja auch bei uns Leute, die sagen, schlimmer als diese Viren, diese Krankheit, ist die Hysterie. Und wir müssen um jeden Preis verhindern, dass eine Hysterie erzeugt wird. Oder, wie das heute natürlich auch entsprechend heißt, eine Panik. Bei Panik müsste man eigentlich sofort daran denken, welche letzte Panikerzeugung, vor allem weltweite, gerade gewesen ist. Und da kann man nur ganz einfach sagen, Greta war es. Denn dieser sogenannte Virus, den es aber nicht gibt, der eigentlich eine Hysterie ist, also eine mimetische Ergreifung vieler Menschen durch einen bestimmten Inhalt, dieser Virus erzeugt alles, was Greta wollte. Panik, eine Zurückschneidung unserer ganzen Zivilisation, eine Zurückentwicklung, ein Verzicht von oder auf Technik, auf Konsum, auf alles, was uns lieb ist und auf alles, was unsere Zivilisation ausmacht, nämlich dieses gigantische Wachstum im materiellen Sinne. Und dieser Virus, dieser sogenannte, den es ja nicht gibt, man kann aber auch sagen, dieses Meme, dieses Greta-Meme, Panik, alles zurückfahren, damit wir überleben, dies bringt
genau das hervor, was sie sich vorgestellt hat, und wir erleben das gerade. Die ganze Technik wird ein Stück weit zurückgefahren, die Wirtschaft wird zurückgefahren, die ja der größte Umweltzerstörer letztlich irgendwo ist. Und das Militär wird zurückgefahren, die können ihre großen Übungen nicht mehr abhalten. Auch vielleicht wird sich bald herausstellen, dass im Militär natürlich das auch grassiert, diese Menschenansammlungen, um andere Menschen umzubringen. All dies sind mimetisch gesprochen Ansteckungen mit diesem Mem. Also, dass wir krank sind, dass wir das nicht weitermachen können und so weiter. Und insofern ist das eine Vorübung, eine Vorschau auf unsere Zukunft, die, wenn wir es denn hinkriegen, und ich denke, irgendwie werden wir es hinkriegen, vielleicht mit Hilfe einer solchen Panik, uns zeigt, mit wie viel weniger äußerem Konsum, mit wie viel weniger materiellen Memes wir eigentlich leben könnten, ja sogar leben müssten. Was ist eine weitere Folge dieses Konsums, dieses mimetischen Konsums, dass wir zu wenig nach innen gehen? Und dieses Meme erzeugt nun neben der Zurückfahren der alten mimetischen, also der alten physiologischen Techniken, eine Zunahme, notgedrungen eben des Nach-Innen-Gehens, man kann auch sagen des Internets. Es ist schon klar, dass deswegen das Internet unglaublich viel häufiger genutzt wird. Was kann man denn tun, wenn man draußen nichts mehr tun darf? Man kann nur noch nach innen gehen, ins Internet gehen und dort seine Aufmerksamkeit hinlenken, weg von der Materie, und damit dieses nach innen gehen, dieses Innere, dieses Private, könnte man auch sagen, eben enorm hochfahren. Und das ist es, was bei den Fridays for Future noch nicht so sichtbar ist. Im Grunde genommen wollen sie ja nicht nur uns was wegnehmen, sondern uns zu etwas anderem hinlenken, also uns etwas anderes dafür geben, nämlich das Internet, das nach innen gehen, das geistige Kommunizieren miteinander, sich verständigen. Jetzt wird erstmal das Äußere zurückgefahren und jetzt sitzen die Leute zu Hause und was sollen sie machen? Sie können nur nach innen gehen. Oder wenn sie das nicht können, dann können sie nach innen gehen. Also auf Deutsch, sie werden nachdenken, sie werden sich mit sich selbst beschäftigen, wenn sie draußen ja keine Leute mehr haben oder weniger Leute haben, dann werden sie nachdenken und dann werden sie drauf kommen. Greta Mem ist das, was die Materialisten noch immer das Coronavirus nennen. Also eine globale Form materiellen Zurückfahrens zu einem einfacheren Leben und damit eine Hochfahren, eine Verstärkung des Nach-Innen-Gehens, des Kommunizierens über und mit dem Internet. Das Internet hilft natürlich auch zu dieser Verbreitung des Memes, nicht? Und deswegen müsste man eigentlich dieses Virus Internet nennen, nicht? Oder zumindest Greta. Aber ich denke, wir werden jetzt noch eine Weile hysterisch und panisch rummachen und werden, und wahrscheinlich können wir über Paniken, also über bestimmte Katastrophen, nicht, uns ein wenig ändern, in eine andere Richtung gehen, unsere Aufmerksamkeit woanders hinlenken. Und insofern ist das typisch für einen Fortschritt, dass man über die Panik eben eine Veränderung, eine grundlegendere Veränderung
in diesem Fall des gesamten Lebens, anstrebt. Das ist die neue Globalisierung. Die materielle Globalisierung wird dadurch zurückgefahren. Und das ist sehr gut. Du wirst nicht krank, wenn du das verstehst. Wenn du es nicht verstehst, dann brauchst du vielleicht noch die Panik über die Viren, über das Ende des alten Lebens. Das ist eine Disruption des alten Lebens zugunsten einer Kreativität, eines neuen, eines anderen, eines materiell einfacheren Lebens, sprich eines geistigeren, menschlichen Seins.